Leute, es ist Mittwoch und wie es sich mittlerweile rumgesprochen hat, mittwochs hat Corona frei. Es ist auch so, wir möchten tatsächlich mehr und mehr auch euch schon auf das Ende des klassischen Lockdowns vorbereiten. Das heißt, das Thema Covid-19, also die Krankheit an sich oder Corona, der Virus, der dahinter steckt, dieser mikro, kleine Partikel, sollen und wollen uns nicht die ganze Zeit beschäftigen. Deswegen fangen wir schon an, euch so ganz langsam zu entwöhnen. Das bedeutet, mittwochs ist jetzt schon zum dritten Mal Corona-frei, 100% Corona-frei. Und ganz ehrlich, das stellt uns vor keine große Herausforderung. Denn es gibt so viel über Lanzarote zu erzählen, es gibt so viel zu entdecken und so viel zu berichten, dass wir Corona als Thema, als mentale, geistige Verbindung auch wirklich nicht brauchen. Aus dem Grund ist es auch so, dass wir mit so einem Tag wie heute für euch tatsächlich auch so einen spannenden Rundumschlag schaffen. Wenn es gleich 14 Uhr auf den Kanaren ist, in 5, 4, 3, 2, 1, genau jetzt, 14 Uhr auf den Kanaren, 15 Uhr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz und wir starten in die dritte Ausgabe von heute hat Corona frei und ihr merkt dann auch den Unterschied zwischen dem, was wir im Tagesgeschäft machen, nämlich euch mit den aktuellsten Informationen auf Stand zu halten. Das ist wichtig, das ist toll, aber es gibt einen Grund, warum es auch so Stories gibt mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Eine alte Journalistenregel sagt da, Nachrichten sind heute wahnsinnig wichtig, aber morgen wickelst du die Fische drin ein. Und so ist es auch. Leider ist es so, dass Nachrichten mit einem topaktuellen Gehalt morgen schon uninteressant sind. Aber die Informationen, die ihr über Lanzarote erhaltet, ich glaube, die werden zum Teil zu Perlen und Juwelen in eurem ganz persönlichen Schmuckkästchen. Und die Wette halte ich, denn heute, ich habe es schon versprochen, reden wir über drei Kerle. Drei Kerle. Ich soll es gar nicht glauben, aber ich bin begeistert von den drei Jungs. Sie begleiten mich schon die ganze Zeit, seit ich auf Lanzarote bin und ich finde sie einfach bemerkenswert. Und das Bemerkenswerteste obendrauf ist, keiner von denen ist tatsächlich Cesar Manrique. Man soll es kaum glauben. Aber, und das ist das Interessante, es gibt eine Zeit vor und eine Zeit nach Manrique. Und so interessant und prägend wie er ist, sollte man auch dem Raum Platz geben als Spielfläche, als Bühne für all die vielen wertvollen, wichtigen, tollen, interessanten und liebenswerten Menschen, die sich hier auf der Insel tatsächlich aufgehalten haben oder noch aufhalten. Drei Jungs habe ich stellvertretend für heute rausgesucht und ich kann euch sagen, es ist ein volles Fund. Es ist eine total spannende Mischung und ach, was erzähle ich euch? Ich steige einfach mal ein und beginnen tun wir mit Heraclio. Wer? Ja, dem Hühnchen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch ihn tatsächlich sogar schon gesehen hat. Na, ihn vielleicht nicht selber, aber zumindest seine Büste, denn die steht lebensgroß, ähnlich wie der Hauptmann von Köpenick am Anfang der Calle Real. Das ist da, wo die Avenida Maritima in Arrecife auf die große Fußgängerzone, die Einkaufsstraße trifft. Da steht linker Hand so eine lebensgroße Büste von einem Nett, der Herr, der hinschauenden Herrn, die Hand wegweisend Richtung Meer mit einer Mütze drauf. Das ist kein Gepäckträger. Das, meine Herrschaften, ist das Hühnchen von Arrecife. Und wer war das? Das war einer der sympathischsten, liebenswertesten und bekanntesten Mitbürger in Arrecife. Und was der alles gemacht hat, was der getan hat, das ist schon ein Fund. Und das alleine wäre es schon wert, über ihn eine ganze Sendung zu verbringen. Hier ist er nur einer von meinem dynamischen Trio. Heraclio Nismesa, so hieß der Gute, stammt aus dem Ort Magues, also aus der Nähe von Aria, ist geboren 1929, also noch unter Königs, kurz vor der Republik, und hat tatsächlich gelebt bis 2010. Er ist also von denen, über die wir heute reden, der Jüngste und der, der noch am längsten mit uns tatsächlich das Leben auf Lanzarote geteilt hat. Und dieser Mensch war eine Granate. Bis zum 18. Lebensjahr, wie jeder Junge,
war er ein begnadeter und begeisterter Kicker. Dann hat er aber eine ganz andere Leidenschaft für sich entdeckt. Er ist tatsächlich einer der bekanntesten Lanzarotenios geworden, der sich dem Lucha, er war ein Luchadero, dem Lucha verschrieben hat. Übrigens eine Sportart, die irgendwo zwischen Wrestling, Cagefighting und Sumo-Ring liegt. Auch dem werden wir uns in Zukunft nochmal widmen, weil da sind die Conejeros ganz groß drin. Tiers ist da eine Bank, aber er kam oben aus dem Norden und kam hier tatsächlich über den lokalen Status zu einem regionalen Helden. Und bei ihm war das dann tatsächlich auch so, ähnlich wie bei Arnold Schwarzenegger, der es geschafft hat, über seine physische Präsenz als Bodybuilder, als Mr. Universum, sich einen Weg nach Hollywood zu bahnen. Ganz so weit ging es beim Hühnchen, bei Heraklit nicht. Aber er war zu seiner damaligen Zeit ein extrem bekannter Schauspieler. Er hat in Filmen mitgespielt, die auch so klanghafte Namen gehört haben, wie Die Piraten im Frack 1957 oder Tirma. Tirma ist der Film, der handelt tatsächlich von der Besatzung durch die Spanier der Insel Gran Canaria. Und überall da war er mit dabei. In weit über 20 Filmen hat er mitgespielt. Und das eigentlich nur nebenbei. Weil, anstatt sich voll und ganz der Schauspielerei, wo er tatsächlich Reputation, Ansehen genossen hat und tatsächlich auch für seine Leistung für die Kanaren mit der spanischen Tourismusminister mit der Ehrenmedaille für Tourismus ausgezeichnet wurde, er war über viele, viele Jahre hauptberuflich, ihr haltet es nicht für möglich, der Polizeichef von Arrecife. Ja, als solche Menschen haben wir in Arrecife gehabt, die tatsächlich bis zu ihrem Lebensende im hohen Ansehen gestanden haben und denen man tatsächlich jetzt 2014 diese Büste gewidmet hat und das womit? Mit Recht. Denn auch das sind Menschen, die diese Insel prägen und deren Geschichten imposant und interessant sind. Und die wir auch, keine Angst, ihr werdet es auch nachlesen können, in den nächsten Tagen und Wochen aufzeichnen werden. Das war sozusagen die Ouvertüre, das Hühnchen von Arrecife für alle die, die es noch nicht gewusst haben, was da für eine Büste am Eingang der Calle Real steht. Und so übrigens arbeiten wir. Neugierig sein, Fragen stellen, mit Menschen ins Gespräch kommen. Bei mir persönlich ist die Geschichte übers Hühnchen von Arrecife mindestens so wichtig wie die Entstehungsgeschichte der Vulkane. Die kann ich auswendig lernen, die ist auch wichtig. Aber das andere macht es doch authentisch. Und deswegen beides auf dem Radar haben. Lernt Lanzarote lieben, indem ihr euch mit den Menschen beschäftigt, die hier gelebt haben. Weil Sympathie zu Menschen ist was ganz Feines. Und damit wären wir schon beim zweiten. Lasst uns über Pancho reden. Keine Angst, ich meine nicht den ehemaligen Bürgermeister von Tiers, obwohl auch er mit Sicherheit eine Story wert wäre. Nein, ich möchte mit euch über Antonio Francisco Lasso Morales sprechen. Wieder so ein Name. Hat kaum einer von euch gehört. Macht euch nichts draus. Aber auch er wird euren Blickwinkel auf Lanzarote extrem verändern. Kann ich euch garantieren. Weil Pancho Lasso, so hieß er im Volksmund, ist wohl derjenige von den dreien, über die wir heute reden werden, der tatsächlich noch am präsentesten ist im Alltag auf Lanzarote und auch wieder in Arrecife. Denn er ist mit der Kunstszene auf Lanzarote in einem extrem hohen Maß verbunden, denn er ist Namensgeber der Kunsthochschule, die wir hier auf der Insel haben. Und warum das so ist, auch das möchte ich euch jetzt kurz erzählen. Lasst uns also über Pancho Lasso reden. Geboren ist er im Jahr 1904, 14. Mai, und damit ist er 15 Jahre älter als César Manrique. Und das wird noch seine Bedeutung haben, aber fangen wir mal ganz vorne an. Er ist also zu Beginn des letzten Jahrhunderts geboren und ist schon 1973 im Alter von 69 Jahren gestorben. Und anders als bei César Manrique ist es so, dass Pancho Lassos Weg ihn von der Insel tatsächlich weggeführt hat nach Madrid. Warum das so war, da kommen wir jetzt drauf, denn seinen Weg möchte ich auch nachzeichnen. Also das Erste, was war, ist Pancho Lasso war einer der großen Visionisten, einer der großen Visionäre und er war jemand, der gar nicht mal von Beginn an gesagt hat, ich werde Künstler.
weil die Geschichte von ihm müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Er war der Sohn eines bescheidenen Schuhmachers. Naja, er hat das Friseurhandwerk gelernt, weil lern was Gescheites. Und vom Frisieren zum Gestalten war es dann so, dass er mit 14 Jahren auf die Kunstschule, die damals gegründet wurde, die wurde 1913 gegründet, mit 14 Jahren war er sozusagen einer, der im fünften Jahrgang dabei war und hat dann da tatsächlich gelernt und sich der Kunstszene gewidmet und musste aber zurück in den väterlichen Betrieb, nachdem der Vater gestorben war, hat das aber nur relativ kurz gemacht, denn 1925 schon ging er zurück an diese Schule, die damals schon auf der Insel die Kunstszene ein wenig zusammengefasst hat und war Interimslehrer für Anatomie, Modellieren, Grafik, Gravieren und Zeichnen. Das heißt, er war hier schon jemand, der gearbeitet hat, der als Interimslehrer übergangsmäßig sich ein bisschen Geld dazu verdient hat, dass er gelehrt hat und hat die Zeit genutzt, nebenbei eine Ausstellung vorzubereiten. Sein Schwager war Fotograf und in dessen Räumen hat er dann eine Ausstellung vorbereitet. Und dann passierte Bemerkenswertes. Er hat die Ausstellung nicht nur vorbereitet, er hat sie durchgeführt, das Cabildo ist auf ihn aufmerksam geworden und oh Wunder, aufgrund der Qualität seiner Ausstellung war er der erste Künstler von Lanzarote, also lange vor Manrique, der tatsächlich ein Stipendium in Madrid an der San Fernando Kunstakademie bekommen hat. Er war also Vollstipendiat und hat seine ganze Ausbildung in Madrid im ersten Anlauf sozusagen bezahlt bekommen. Was da brummt, ist übrigens wirklich Rocky, aber da habt ihr euch ja mittlerweile schon dran gewöhnt. So, das heißt also, der erste Künstler auf Lanzarote, der es zu überregionalem Ruhm geschafft hat, war nicht Manrique, sondern Pancho Lasso. Er hat sich dann auch tatsächlich in Madrid mit der Bohème, mit der Kunstszene auseinandergesetzt und war auch derjenige, der tatsächlich hier sehr, sehr prägend aktiv war. Er war Mitgestalter der Kunstszene, da auch der Kunstschule und war Mitgründungsmitglied von Vallecas, einer der prägenden Schulen und Richtungen, die damals am Markt waren. Das heißt, auch hier ist es tatsächlich so, dass Pancho Lasso es war, der tatsächlich die Kunstszene auf Lanzarote mitgeprägt hat. Und er musste dann, als der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, wieder als Friseur zwischenzeitlich arbeiten, weil mit Kunst war kein Geld mehr zu verdienen. Und nach dem Krieg, als er wieder nach Lanzarote zurückkam, kurzfristig, war er es, der den jungen César Manrique unter seine Fittiche genommen hat. Das heißt, César Manrique war Schüler bei Pancho Lasso und wurde von ihm in Denkweise, Ausrichtung mitgeprägt. Sollte man also nicht vergessen, dass es hier tatsächlich auch Leute gab, bei denen Manrique Anlehnung genommen hat. Einer davon war Pancho Lasso. Gestorben ist er 73, wie gesagt, in Madrid in Vorbereitung einer weiteren Ausstellung. Er hat vorher quer durch Europa ausgestellt und war tatsächlich sehr namhaft. Und das sieht man heute noch im Museum für angewandte Kunst im Castillo San José. Ist ihm ein ganzer Raum gewidmet, da hat er eine permanente Ausstellung. Und eine der Skulpturen, nicht weit weg vom Hühnchen, unten an der Avenida Maritima, dieses große Gebäude mit den Antennen obendrauf, ist ebenfalls von Pancho Lasso, der tatsächlich auch hier gezeigt hat, wozu er im Rahmen der Gestaltung fähig ist. Wir fassen also zusammen, zwei Menschen, die koexistieren mit dem großen Manrique. Das eine war das Hühnchen, das andere war Pancho Lasso. Den besten habe ich mir aber bis zum Schluss aufgehoben. Denn für alle die, die jetzt noch dabei sind, die möchte ich jetzt belohnen mit etwas, was euer Weltbild von Lanzarote und der Herleitung von vielen Geschichten, die ihr bei Busfahrten über die Insel, die ihr bei geführten Touren über die Insel gehört habt, revidieren werden. Das, was jetzt kommt, ist sozusagen der Bonus, das ihr bisher durchgehalten habt. Lasst uns reden über Jesús Soto. Jesús Soto, geboren auf Fuerteventura, hat hier die Liebe seines Lebens kennengelernt. Er war hier im Militärdienst, lernte eine Frau kennen, blieb hier hängen, wie das so ist. Das ist das eine. Er war aber ein sehr bescheidener Mensch. Er lebte dann auch die ersten Jahre hier in einer ganz billigen Absteige im El Refugio, einer billigen Herberge, war sehr sparsam, war nicht auf Außenwirkung aus, war aber ein begnadeter Elektriker, arbeitet aber nicht nur mit Strom, sondern mit Illumination, mit Lichttechnik und hat ein unglaubliches Gespür für Raum.
Warum das so interessant ist, und das sollte man jetzt wissen, das solltet ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, weil hier kommt es sehr oft zu einer Verdrehung der Vorzeichen. Es ist so, dass er tatsächlich in den frühen 60er Jahren die wichtigste Person hier auf der Insel war. Das darf man nicht vergessen. Zu der Zeit war Manrique erstmal auf dem Festland, er hat nämlich studiert in Madrid, ging danach nach Amerika. Zu der Zeit war Ressusoto schon hier. Und es ist dokumentiert, es begab sich dann, dass der Cabildo-Chef José Ramírez mit ihm zusammengesessen hat und Antonio Álvarez. Und es ging um Folgendes, und das lese ich jetzt ab, damit ihr es wirklich mitbekommt. Nach dem Erfolg der Intervention von La Cueva de los Verdes, weil auch das, die Illumination da kommen wir gleich noch drauf, ist auf dem, wirklich, ist voll und ganz zurückzuführen auf Soto, war es dann so, dass man sich überlegt hat, was man noch tun könnte, um Lanzarote nach außen zu präsentieren. Und bei diesem Treffen schlägt Soto selbst vor, Manrique davon zu überzeugen, auf die Insel zu kommen. Wie gesagt, er war zu der Zeit in den USA. Und auf der Insel zu bleiben. Wobei er die Tatsache berücksichtigt, dass Cäsar international zu klingen begann und eine gute Werbung sein könnte. Hört, hört. Was heißt das? Nun gut, es gibt diese Geschichte vorher. Cäsar und eben dieser Präsident, ein Buddy von ihm, standen da, schauten runter auf den Ramirez und man könnte hier mal was tun. Das könnte man daraus machen. Fakt ist aber dann, zu der Zeit, wo er jetzt in Amerika war, hat sich Ressusoto, der mittlerweile in Lohn und Brot stand des Cabildos, gesagt, in seinem Team wäre ein guter Platz für Cäsar Manrique, er wäre ein guter Frontmann, er hat schon einen Namen und man könnte ihn in dieses Team integrieren. Für alle von euch, die geglaubt haben, dass die Geschichte andersrum ist, nein, Soto war damals Head of the Pack und Cäsar Manrique kam dazu. Vor der Ankunft von Cäsar war das Projekt also schon komplett auf Plan. Der Vertrag von Soto wurde auch am 30. April 1965 verlängert, er war angestellt und wie gesagt, zu diesem Team kam Cäsar Manrique dann dazu und die ganze Geschichte war dann eine lange Zusammenarbeit. Man hat gemeinsam Projekte realisiert, neben dem Ramírez del Aqua war es dann auch der Mirador del Rio und auch das Monumento al Campesino, wo tatsächlich auf der Innenseite ganz deutlich zu lesen steht. Wenn man die drei Stellen mal anschaut, sieht man da mit erhabener Schrift, das Design stammt von Manrique, die komplette Umsetzung von Ressusoto. Und ein Werk, was man komplett auf Soto zurückführen kann, weil zu der Zeit hatte Manrique, der angefragt war, keine Zeit mehr, ist das Lagomar in Nazareth. Dort findet man auch in einem Raum die gesamte Lebensgeschichte von Ressusoto sehr schön und übersichtlich abgebildet. Das heißt, Ressusoto war tatsächlich derjenige, der die Idee gehabt hat, die Insel Lanzarote mit dem Namen Cäsar Manrique zu verbinden. Sollte man auf dem Radar behalten, wenn man in Zukunft Menschen zuhört, die meinen, sie hätten was über Lanzarote zu sagen. Übrigens, Ressusoto war nicht nur regional eine Größe, er hat auch in Saudi-Arabien zum Beispiel am Königspalast munter mitgewerkelt. Also wir haben hier schon einige Jungs gehabt, die was auf der Pfanne hatten, die also in dem, was sie taten, wirklich gut waren, außergewöhnlich waren und den Charakter dieser Insel in weiten Teilen mitgeprägt haben. Das heißt, für euch, Lanzarote ist mehr und Lanzarote kann mehr. Aus dem Grund freuen wir uns, wenn Corona mittwochs frei hat und wir die Gelegenheit haben, jenseits von Nanopartikeln mit euch über die Insel zu plaudern. In jedweder Couleur. Heute waren es drei Jungs. Mal sehen, vielleicht kriege ich auch drei Mädels zusammen. In dem Sinne, bleibt ihr gesund. Ich freue mich auf morgen, wenn wir uns wiedersehen um 14 Uhr auf den Kanaren, um 15 Uhr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao for now, euer Chris.